geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen der weltdümmsten Energiepolitik. Der typische Atominem-Trick. Fällt dir kein Sachargument ein, beleidige dein Gegenüber und spreche ihm sämtliche menschlichen Eigenschaften ab. Wurde nicht nur der Ausstieg aus der Kernenergie, sondern eben auch ein Kohleausstieg beschlossen. Beides veraltete Technologien des letzten Jahrhunderts. Nimmt die AfD den Begriff konservativ jetzt schon so wörtlich, dass sie auf veraltete Technologien setzt? Und dazu wurden dann eben die Verträge mit den Kraftwerksbetreibern geschlossen und eben Entschädigungsfragen geregelt. Das tut ein demokratischer Staat, statt die betreffenden Firmen zu enteignen oder zu verstaatlichen. Und nun beklagen sich die Grünen, dass diese Höhe zu hoch sei. Tun Sie das wirklich? Aber seien wir doch mal ehrlich. AfD und ehrlich, mei, war der schlecht, Steffen. Sie sind doch der treibende Keil dieser ganzen Situation. Ach echt, sind Sie das? Sie haben diese Enteignung mit auf den Weg gebracht. Das Verbot umweltschädlicher Technologien ist keine Enteignung, sondern eine Entlastung unserer Umwelt. Die dann also CDU, SPD hier weiter vorantreiben und jetzt beklagen sich über die Folgen. Womit wir dann fast das ganze Feindbild der AfD abgedeckt hätten. Fehlt noch die FDP, die Linke und Fridays for Future. Das ist scheinheilig, meine Damen und Herren. Pöbeln ohne Argumente ist schon etwas mehr als nur scheinheilig. Und sie interessiert an dieser Stelle auch überhaupt nicht die Kosten für die Steuerzahler, die daraus erwachsen? Das ist falsch. Ohne Milliardensubventionen aus Steuergeldern wären die Atomkraftwerke schon lange wegen Insolvenz der Betreiber abgeschaltet worden. Die Beseitigung des Mülls gar nicht erst mit eingerechnet. Diese unsozialen Folgen, das interessiert sie nicht. Als ob die AfD sich jemals um soziale Folgen ihrer unternehmerhörigen Politik geschert hätte. Den netten Menschen von der Unternehmerfront geht es doch am allerwertesten vorbei, wenn die Leute verhungern oder vor sich hin vegetieren, solange der arme Geldadel nicht zur Kasse gebeten wird. Da sehen wir eben auch an anderer Stelle ihrer ideologischen Politik, die eben leider eben auch von CDU, CSU und SPD übernommen worden ist. Politik ist immer ideologisch. Wäre sie das nicht, hieße es Regierungswissenschaftler und nicht Politiker. Und auch der Wegfall von zigtausend Arbeitsplätzen interessiert sie nicht. Das Aushungern der deutschen Windkraftindustrie hat weitaus mehr Arbeitsplätze gekostet als das langsame Auslaufenlassen der Atomkraft- und Kohlekraftwerke. Davon redet aber niemand aus der AfD, ihrer gemäßigteren Schwesterpartei FDP oder den C-Parteien. Die stimmen unisono das Lied von den armen, enteigneten Umweltverschmutzern an. Und scheinbar geben sie erst Ruhe, wenn im energieintensiven Bereich die Deindustrialisierung dann vonstatten gegangen ist. Ist es nicht eher so, dass die AfD erst Ruhe gibt, wenn dieser Planet vollständig in die Steinzeit zurückkonserviert wurde? Und genau das kritisiert ja dann eben auch der Bundesrechnungshof in bemerkenswerter Schärfe. Gibt es da auch eine Quellenangabe oder muss man das, wie alles bei der AfD, einfach glauben? Eine zuverlässige und preisgünstige Versorgung mit Strom sei zunehmend fraglich und die Energiewende in dieser Form gefährdet den Wirtschaftsstandort Deutschland. Was für ein hanebüchener Unfug. Deutschland wird auch nach der Umstellung weiterhin ein Exporteur von Strom sein. Und wenn wir uns mal den Geschäftsbericht von Wacker Chemie ansehen, einem der größten Stromabnehmer hier in Deutschland, dann steht da eben auch drin, dass sie ihren Standort hier aufgrund der hohen Strompreise und aufgrund der mangelnden Versorgungssicherheit verlassen wollen. Das ist aber ein Problem der endlosen Geldgier der Stromanbieter, nicht das der Art der Erzeugung des von ihnen verkauften Produkts.
Und auch aus diesen Gründen haben sie ihre Halbleitersparte an ein ausländisches Unternehmen abgegeben, meine Damen und Herren. Als ob die Halbleiterherstellung eine energieintensive Technologie wäre. Ist es nicht eher so, dass es in Europa kaum noch Hersteller gibt, da wir in der Entwicklung komplexer Schaltkreise nicht mehr mithalten können? Das ist die Folge Ihrer unsozialen Politik, die Sie jetzt versuchen zu kritisieren. Nun, besser die unsoziale Politik der demokratischen Parteien als die asoziale Diktatur einer Ein-Themen-Partei, die außer abgrundtiefem Fremdenhaus keinerlei Inhalte offeriert. Und an dieser Stelle sei bemerkt, wenn Sie jetzt immer wieder von neuen Arbeitsplätzen in Windindustrie und Photovoltaikbranche schwadronieren. Dank des Aushungerns einschlägiger Industrien zugunsten einer Subventionierung von Braunkohle und Atomkraft mit Milliardenbeträgen ist diese Perspektive passé. Die asiatischen Märkte haben die von uns verschmähten Technologien mit Handkuss weiterentwickelt und unsere Marktführerschaft längst übernommen. Dann wissen wir alle, jeder weiß irgendwas. Ob das dann kongruent zu dem ist, was andere zu wissen glauben, steht auf einem anderen Papier. Diese rhetorischen Spielchen bringen niemanden weiter. Das sind hochsubventionierte Arbeitsplätze, für die der Stromkunde aufkommt. Das trifft ausschließlich auf Kohle- und Atomkraftwerke zu, deren Betrieb extrem kostenintensiv ist. Schon allein die laufend zu wartenden Filteranlagen oder die Atommüllentsorgung machen diese Art der Energieerzeugung zum Draufzahlgeschäft, das immer in den Miesen stecken würde, wenn da nicht die staatlichen Subventionen wären. Und nicht mal das klappt. Jetzt muss sogar noch der Steuerzahler mit aufkommen, um die Stromversorgung aus instabilen Erneuerbaren hier in Ihrem Sinne zu sichern. Nun, die großen Energieerzeuger wurschteln dank staatlicher Hilfe doch so gut vor sich hin, dass sie ihre Aktionäre jedes Jahr mit riesigen Renditen überschütten können. Damit wäre natürlich erst einmal Schluss, wenn es in Deutschland zu einer dezentralen, lokal organisierten Energieversorgung käme, in der die Energieerzeugung in die Hand der Bürger gelangte. Das ist doch das, wovor die AfD in Wirklichkeit Angst hat. Dass ihre Spätzeln bei den Energiekonzernen ihre Pfründe verlieren könnten, wenn die Bürger plötzlich ihren eigenen Strom produzieren. Aber warum sagen Sie das eben den Leuten nicht? Die einzige Partei, die den Menschen Sand in die Augen streut, ist die AfD. Und natürlich wurden auch Arbeitsplätze in der Steinkohlenbranche subventioniert, das ist völlig klar. Das ist nicht nur klar, sondern bereits seit Jahrzehnten bekannt. Darüber beschwert sich die AfD aber nicht, da die Milliarden ihren Spätzeln von den Energiekonzernen in die privaten Taschen fließen. Aber das steht nicht im Verhältnis zu den 1 bis 2 Billionen Euro, die uns dieser Spaß der Energiewende kosten wird. Wie kommt der Steffen nur auf solche Fantasiezahlen? Der Kohlepfennig ist nichts im Vergleich zum Windeuro, meine Damen und Herren. Und von was träumst du nachts, Steffen? Das müssen ja fürchterliche Albträume sein. Und tischen Sie bitte den Menschen nicht immer wieder das Märchen auf, dass Kernenergie nicht wettbewerbsfähig sei. Vor allen Dingen ist es eine Technologie, die in einem dicht besiedelten Land wie der BRD größere Teile der Bevölkerung auf einen Schlag vernichten kann. Wie dumm muss man sein, so etwas schönreden zu wollen? Ist euch die Bevölkerung wirklich so wurscht, dass ihr sie mutwillig den monetären Interessen eurer Parteispender opfert? Das Gegenteil ist der Fall. Die Kernenergie hat uns über all die Jahre einen Vorteil gegenüber anderer Verstromung von 300 bis 600 Milliarden Euro gebracht, meine Damen und Herren. So dreist lügen nicht einmal die einschlägigen Atomkraftbefürworter der C-Parteien. Eine Kilowattstunde Atomstrom kostet uns bis zu 42,2 Cent, die Kilowattstunde von einem Windrad nicht einmal ein Fünftel, nämlich 8,1 Cent.
Und bitte auch tischen Sie nicht immer dieses Märchen auf. Nö, Steffen, das Märchen von den gar schrecklichen Folgen des Atomausstiegs erzählst du uns. Dass die Energiewende, die sogenannten Klimamaßnahmen oder die umweltschädliche E-Mobilität Deutschlands Wohlstand mehren könnte. Ganz gewiss funktioniert das nur, wenn man einschlägige Industriezweige nicht mehr nach Asien vertreibt, sondern sie motiviert, im Land zu bleiben. Die veralteten Verbrennungskraftwerke kauft niemand mehr. Der Industriestandort Deutschland bleibt nur dann erhalten, wenn wir moderne, mit modernen Technologien produzierte Produkte anbieten. Verbrennungskraftwerke gehören ebenso zu den Auslaufmodellen wie Verbrennungsmotoren. Wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen, muss der Wandel zur umweltschonenden Produktion und nachhaltigen Produkten so schnell wie möglich vollzogen werden. Staatsdirigistische Wirtschaftspolitik und Subventionen in alte Technologien haben noch nie Werte geschaffen, sondern immer noch vernichtet. Die besten Beispiele sind Atom- und Kohlekraftwerke, die von Anbeginn nur deswegen rentabel waren, weil der Staat sie subventionierte und mit Steuergeschenken und anderen Privilegien über Wasser hielt. Und ich bitte Sie auch aufzuhören zu sagen, die Unternehmen in dieser Branche würden diesen gefährlichen Quatsch von selbst aus auch mitmachen. Selbstverständlich werden sie das. Die Alternative dazu wäre ihr absehbarer Untergang. Nein, die Automobilbranche wird faktisch gezwungen, vom Verbrenner Abstand zu nehmen. Die Automobilindustrie wird in spätestens 10 Jahren untergegangen sein, wenn sie nicht langsam in die Puschen kommt und umweltschonendere Technologien entwickelt. In China entstehen neue Industrien, die eine Massenproduktion von Elektrofahrzeugen anstreben. Langsam wird es eng für unsere veralteten Verbrennungsmotoren. Und auch die Energieunternehmen werden faktisch gezwungen, aufgrund dieser ideologischen Politik hier von der richtigen konventionellen Stromerzeugung abzuweichen. Die richtige konventionelle Stromversorgung des 21. Jahrhunderts ist Wind- und Solarenergie. Die Konzernlenker sehen, dass sie nicht anders können. Die Konzernlenker sehen vor allem, dass sie immer noch auf einem sterbenden Gaul sitzen, der in naher Zukunft unter ihrem Allerwertesten zusammenbrechen wird. Sie werden eben gezwungen und machen eben das Beste für ihr Unternehmen und die Arbeitsplätze draus. Wie sagen die Mitglieder der AfD und FDP immer so schön, der Markt regelt das schon. Ist man selbstverschuldeterweise nicht mehr konkurrenzfähig, muss man halt untergehen. Aber glauben Sie mir, warum sollte irgendwer deiner Sekte beitreten? Ich ziehe solides Wissen dem blinden Glauben vor. Wenn wieder Realitätssinn in die Politik reinkommt, es ist leider sehr unwahrscheinlich, dass die AfD so schnell aus den Parlamenten verschwindet. Dann wird wieder verlässliche Stromversorgung an der Tagesordnung stehen. Wie sie das bereits tut. Deutschland hat eines der stabilsten, ausfallsichersten Stromnetze der Welt. Und dann wird dieser infantile Größenwahn, also mit Sonne und Wind eine Industrienation am Laufen zu halten, ein Ende haben, meine Damen und Herren. Jo, Steffen, jeder weiß, dass ihr von der AfD am liebsten wieder zu den Zeiten zurückkehren wollt, in denen man mit fetten, roh behauenen Ästen aufeinander losging, wenn verschiedene Meinungen aneinander gerieten. Und nachfolgende Generationen werden vermutlich nur im Kopf schütteln können, warum man diesen Irrweg beschritten hat. Die werden uns eher verfluchen, dass wir erst einmal abgewartet haben, bis es zu spät war, um dann mit hektischem Aktionismus noch etwas retten zu wollen. Was die Grünen in ihrer Berechnung natürlich unterschlagen haben, das ist der Klageverzicht der Betreiber. Der die Steuerzahler Milliardenbeträge gekostet hat? Natürlich muss man das auch entsprechend bezahlen. Mit den staatlichen Hilfen und Zuschüssen hat sich die Führungsriege der Energiekonzerne mehrere goldene Nasen pro Person verdient.
Die AfD muss da ganz bestimmt nicht jammern. Das wird an keiner Stelle hier erwähnt. Weil es als Teil der entsprechenden Gesetze gar nicht gesondert erwähnt werden muss. Sie haben unter anderem mit Hilfe der Regierungskoalition Fakten geschaffen. Das ist die Aufgabe der Fraktion oder Fraktionen, die die Regierung stellen. Also etwas ganz Normales in einer Demokratie, aber ganz gewiss ungewöhnlich für die AfD, die wohl lieber sähe, wenn ein Führer das Sagen hätte. Es wurden Enteignungen durchgeführt und jetzt beklagen Sie die Folgen. Wo wurden bitte welche Enteignungen durchgeführt? Gibt es dazu belastbare Quellen? Also das ist scheinheilig, meine Damen und Herren. Und es ist höchste Zeit, dass unser Land wieder normal wird. Scheinheilig ist es, Dinge zu behaupten, die gar nicht stimmen. Und dann so zu tun, als ob jeder das doch wissen müsste, was der Herr Kot-Reh sich gerade aus den Fingern gesogen hat. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!